Schön und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Wir haben draußen unsere Holzwerkbank zuletzt installiert. Die Latten müssen wir noch fertig arbeiten. Das haben wir letztes Mal nicht mehr geschafft, sondern wir mussten uns möglichst schnell pennen legen, weil wir keine Energie mehr hatten. Und ich wollte eigentlich mal gucken, unten um, wisst ihr schon, das Ding da fertig zu machen, ne? Hier diese Brücke da. Gucken wir mal eben, was wir dafür brauchen. Da möchte ich mich eigentlich eben erst drum kümmern, damit wir vielleicht den Typen finden können, den wir brauchen. Latten haben wir. Dafür brauchen wir dann noch einfache Eisenstücke und Holzkeile. Eisenstücke haben wir zwei. Wenn ich das richtig gesehen habe, auch in unserem Inventar, ne? Ja. Gut, dann brauchen wir das im Inventar. Und Holzkeile haben wir doch eigentlich auch. Ja, 10 Stück. Ja, dann brauchen wir noch einfache Eisenstücke. Und das war's. Dann machen wir doch mal hier nochmal einen Schwung fertig. Guck mal, das ist ja easy. Ja, dann haben wir das ja gleich und dann können wir den Typen mal holen. Ich hoffe nicht, dass wir irgendwie groß gegen den kämpfen müssen oder so. Da wüsste ich nämlich nicht genau, was wir machen sollen. Bevor wir runtergehen, gucken wir ganz kurz mal in unseren Techbaum rein. Oh, wichtige Teile rausholen. Guck mal, das kostet auch nur grün. Davon haben wir eh sau viel. Vielleicht gehe ich dahin. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal eben Richtung Steinmetz. Wertvolle Materialien. Holzfäller. Eigentlich wollten wir hier noch in die Richtung, damit wir auch für unseren Grabkram da genug machen können. Wobei wir hier eh noch keinen Stein bauen können. Dann müssten wir das auch noch erst erforschen. Ich glaube, wir skillen das mal eben. Diese grünen Punkte kriegen wir relativ schnell wieder voll. Und hier könnten wir jetzt auf besseres Werkzeug gehen, oder? Werkzeugeffizienz 100%. Glas weiß ich noch nicht. Glas weiß ich gar nicht, ob wir das jetzt unbedingt brauchen. Also bis jetzt noch nicht, ne? Vielleicht... Also bevor ich auf das Lager gehe, gehe ich glaube ich mal aufs bessere Werkzeug. Und jetzt gehen wir aber runter. Jetzt gehen wir runter zu unserem Kollegen Schmalspur und bauen hier mal den Bogen wieder auf. Kostet 30 Energie, das ist auch, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war doch schon mehr als 30, oder? Zack. Und hier war er doch. Hier ist er langgelaufen und wollte hier durchs Tor. Das Gitter ist verschlossen. Ich glaube, ich brauche einen Schlüssel, um es zu öffnen. Ja. Hier können wir leider nichts... Oder können wir die kaputt hauen? Nee. Da können wir nichts machen. Das können wir auch aufräumen. Dafür bräuchten wir dann sogar einen Holzbalken. Das ist sehr schön. Oh, guck mal. Das ist ja geil. Also da... Oh, da hinten ist noch ein Eingang. Mensch, du. Da, wir finden hier ja richtig was. Ich weiß nicht, wenn wir noch gegen den kämpfen müssen... Kann ich leider nicht ausrüsten. Ich habe mal zwei so eine Pilzspieße gegessen. Und hier nehmen wir einfach mal alles mit, was hier so ein bisschen rumliegt. Wo kommen wir denn da hoch? Moment. Moment, wo sind wir hier? Bin ich irgendwo gemarkert? Wie geil, wir sind in der Stadt. Das ist diese Abkürzung, von der ich immer geredet habe. Aber wieso kam der da nicht durch? Der Schlange. Warte mal, wann kommt denn der wieder? Schlange? Ach da, immer zu diesem grünen. Haben wir noch ein bisschen. Aber das ist ja geil. Das ist ja mal mega, sau cool. Da haben wir wirklich eine schöne Abkürzung gefunden. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, das war im Osten. An der Klippe irgendwo, also hier. Ich würde sagen, wir laufen mal eben Richtung Osten und gucken mal wegen dem Leuchtturm. Cool, das ist eine schöne Abkürzung. Das ist wirklich gut. Runter, rüber, zack, bist du da.
Genau das brauchen wir ja. Genau das brauchen wir. So eine schöne Abkürzung in die Stadt. Ich habe ja von der, ich glaube, in irgendeiner Folge mal geredet. So ein Schnellweg dahin wäre ganz cool. Da ist der Typ, der Honig haben will. Haben wir aber nicht. Da können wir ihm leider nicht mithelfen. Ach, hier irgendwo an der Klippe soll der sein. Der Leuchtturm. Wir können den aber nicht mehr... Will hier was einsammeln? Nee. War auch gerade eine Leiche wieder, die wir da gehört haben. Guck mal, jetzt können wir Äpfel einsammeln. Gute Sache. Können wir hier überall Äpfel einsammeln? Da ist der Leuchtturmwärter. Da gehen wir mal hin. Und werden mal eben mit dem Typen reden. Da steht er auch. Leuchtturmwärter. Heilige Makrele, mein Junge. Mein Junge, sagt er nur. Du siehst aus wie jemand, der Teil der Zauberwelt, der Fischerei sein will. Ich weiß nicht wirklich viel über das Fischen. Dann ist heute dein Glückstag. Ich werde eine Menge darüber. Es ist so entspannt und profitabel und außerdem sind Fische echt lecker. Na, da bin ich ja gern dabei. Eine gute Wahl, mein Junge. Ich gebe dir alles, was du brauchst und bringe dir bei, wie man Fische fängt und kocht. Frag ich mal nach einer Angel. Kannst du mir eine Angel geben? Na klar, ich habe immer noch eine alte Angel hier. Aber die ist kein Geschenk, bring mir Motten. Sie sind klasse als Köder, aber du kannst sie nur nachts fangen und meine alten Augen sehen im Dunkeln nichts mehr. Okay, wir Motten. Lerne, wie man Fische kocht. Bla bla bla. Bring mir bei, wie man Fische kocht. Du kannst sie einfach grillen oder schlitze sie lieber auf und brate die Hälften in Öl an. Und dann hast du Fischstäbchen. Cool, Sachen gelernt. Und wenn du Fisch isst, fängst du an, wie Fisch zu denken. Ein guter Fischer muss Fisch essen. Also ein paar Rechtschreibfehler sind da noch drin. Das verwirrt mich dann immer sehr. Da komme ich dann nicht so richtig mit klar. Ne? Das war bei dem Typen auch so. Ich glaube, der war halt nicht betrunken. Hoffe ich auf jeden Fall. Weiß ich auch nicht. Und dann hieß es auf einmal... Was bist du denn hier? Sieht aus wie so eine Presse, ne? Und dann hieß es... nee, ich bin doch nicht betrunken. Aber die Schreibfehler... So, jetzt habe ich es zusammengekriegt. Die Schreibfehler waren die, die mich da irgendwie total verwirrt haben. So, wir wissen jetzt ja, wo der Tunnel ist. Da gehen wir mal schnell durch. Wobei, ist es mit dem Tunnel kürzer? Wie, das Dorf ist sicher. Eden? Achso, wir können tagsüber plaudern, aber nicht jetzt. Oh, dann geht ja abends wohl die Luzi, wa? Gut, dann gehen wir hier durch wieder zurück. Ich habe das Gefühl, hier laufen wir ein bisschen schneller, ne? Doch, doch. Da, da. Das ist aber gar nicht sein Tag. Okay, bleib wo du bist. Wer bist du? Ich bin der Friedhofswerfer und Prior dieser Kirche. Kümmere dich um deine Angelegenheit. Ich habe einen Dolch und keine Skrupel, ihn zu benutzen. Was ist das denn? 5 Energiekugeln? Habe ich nicht. Tolle Wurst. Das ist aber Schlange und ich brauche sein Siegel. Oh, das wird nicht gut ausgehen, das sage ich euch. Du hast vielleicht einen Dolch, aber ich habe ein Schwert. Mag sein, aber ich bin bereit, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Ach, ich bin bereit zu sterben. Du auch? Einerseits sieht er ziemlich gefährlich aus, andererseits bin ich nicht bereit, zum Mörder zu werden. Ich werde dir nichts antun, aber verzieh dich von meinem Grundstück. Gammeliges Fleisch und alte Bücher mag ich sowieso nicht. Schwierig. Erich wollte eigentlich wohl gerne von ihm das Siegel haben. Naja gut, dann müssen wir uns jetzt mal eben fix um die Leiche kümmern.
Wieso ist die denn... Verstehe ich nicht, was... Wieso schmeißt ihr die denn immer noch nach draußen? Da ist doch extra so eine Kammer für ihn gemacht. Okay, jetzt fangen wir mit der Autopsie an. Ich weiß nicht, was das alles bringt und was wir alles genau machen müssen. Also klar, wir kriegen halt die Sachen dadurch. Aber ich weiß halt ehrlich gesagt null, in welcher Reihenfolge wir das machen müssen. Oder ob die... Siehst du, ich habe halt ein bisschen das Gefühl, die hat... Die Reihenfolge hat Einfluss darauf, ob wir scheitern oder nicht. Hat immer noch Qualität von 2. Wird die über die Zeit dann schlechter, wenn ich die Sachen nicht entferne? Ich muss mir erstmal die ganzen Pilzstäbchen hier reinziehen, ne? Um überhaupt... Kann ich die nicht schneller essen? Nee. Schade. Wir haben eh nur noch 2 Plätze frei. Dann entfernen wir mal das Gehirn. Lecker, lecker. Raus damit. Ach, jetzt ist nur noch ein Negativpunkt. Ah, und wenn wir das jetzt verkacken, dann haben wir ja die Matsche drin. Dann könnte ich den ja so lassen. Ach nee, ich muss fertig autopsieren. Ich konnte ihn nicht aufheben, hast du es gesehen? Oh, kein Negativpunkt. Doch, Leiche nehmen. Hinlegen? Nö, die nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Wir können die, glaube ich, nicht mehr verbuddeln. Dafür haben wir keine Energie mehr. Die Energie ist echt krass, ne? Wie schnell wir die verbrauchen. Also, holla die Waldfee. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wir bauen ein... Ab. Zack, hier hin. Danke. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da jetzt so nach und nach weniger Energie verbrauchen. Oh, Inventar ist voll, alles klar. Minus 1 nur, das ist doch okay. Das ist doch okay, damit können wir arbeiten. Dann packen wir die ganzen Fleischgehirn... Der Kram einfach mal da unten rein. Und hier ist eigentlich für die Leichenhalle doch, ist doch, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, das wäre so eine Luke zum Reinwerfen, weißt du? Aber der Esel, der ist da ganz schön störrisch, was das betrifft. Also da arbeiten wir nicht gut zusammen. So, Pilze kommen hier rein, Äpfel kommen da rein. Wir können auch irgendwas mit Äpfeln machen. Wollen wir da mal eben kurz gucken. Warte mal, erstmal hier gucken. Du Beerensaft könnten wir uns machen. Dafür brauchen wir Äpfel und die Beeren. Bringt dann auch 10 Energie. Und hier können wir uns Bratapfel machen, bei Benutzung 6 Energie. Da würde ich ja lieber diesen Saft machen, ne? Komm, den machen wir mal. Da sagen wir mal hier. 2 Stück können wir davon herstellen. Ach, und da muss ich dran arbeiten. Oh, toll. Gut, dann kann ich mich auch pennen legen. Das ist nicht schlimm. Der Saft wird dadurch nicht schlechter. Und ich dachte halt, dass das hier die Zeit ist von dem Typen, weil die über seinem Kopf stand. Und nicht, dass er da jetzt unten steht und sagt, hallo, ich mach dich fertig, Junge. Oh, da kommt wirklich nur eine Flasche raus. Okay, was ist hier mit Pilzen? Da brauchen wir noch ein bisschen. Also wir sammeln noch mal ein bisschen Pilze, damit wir da was machen können. Wie ist unser Inventar? Geht so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die mitnehmen will. Ich glaube, die möchte ich eigentlich lieber am Friedhof lassen. Und hier packen wir mal das alles rein, ne? Die Sachen brauchen wir nicht in der Tasche. Also vorerst nicht. Wir können mal kurz gucken, was wir für Werkzeug brauchen. Das sehen wir ja hier, ne? Ach, guck mal. Da brauchen wir gar nicht so viel für, ne? Da brauchen wir nur... Da bräuchten wir nur noch einfache Eisenstücke. Davon haben wir definitiv genug von den Eisenbarren. Dann tauschen wir aus. Machen wir. Wir brauchen jetzt 1, 2, 3 Stück. Um die einmal... Ach nee, unten brauchen wir mehr. Okay, wir machen mal eben hier... Was wir nämlich nicht vergessen dürfen, ist, dass wir dafür auch jeweils was verbrauchen. Aber mit besserem Werkzeug kommen wir auch schneller voran, ne? Hier müssen wir Holz reinpacken. Brennstoff haben wir nichts mehr. Yay, sau cool.
Da müssen wir uns auch nochmal was herstellen. Vorher machen wir uns dann da aber mal eben eine Axt fertig, ne? Also, weil die Axt brauchen wir ja, um das Holz zu holen. Und dann ist alles cool. Ich glaube, die Spitzhacke brauchen wir auch. Schaufel könnten wir uns jetzt bauen, direkt noch. Dann machen wir das. Dann haben wir jetzt die Axt und die Schaufel neu. Sehe ich das richtig? Ja, ne? Axt und Schaufel, Spitzhacke brauchen wir noch. Dafür brauchen wir einfach nur 3 einfache Eisenstücke. Können wir uns auch herstellen. Nicht genug. Kein Problem. Fertigt an Kochtisch. Wieso kann ich nicht benutzen? Hä? Ach, das ist wahrscheinlich dann nur für die... Wieso kann ich den Beerensaft denn nicht trinken? Das verstehe ich nicht. Okay, egal. Dann packen wir den auch hier rein. Zack, Kiste voll. Super. Dann brauchen wir unten unbedingt mal eine Kiste für Lebensmittel. Müssen uns pennen legen. Ah, hervorragend. Schade. Dann brauchen wir Pilze. Also wir brauchen Holz, wir brauchen Feuer, was wir dann... Also, oder Holz, was wir dann zu diesen Holzscheiten verarbeiten können, damit wir wieder Feuer machen können, damit wir dann die Pilze verarbeiten können, damit wir dann für später ein bisschen mehr Energie haben. Ist ein bisschen viel, muss ich sagen. Davon wird man relativ erschlagen, von der Arbeit her. Haben wir. Jetzt fehlt uns nämlich nur noch die Spitzhacke. Dann haben wir das neue Werkzeug. Das alte Werkzeug weiß ich gar nicht. Das können wir verkaufen, ne? In der Stadt, bei dem Schmied. Hier ist doch unsere Schaufel. Und das hier ist das neue Werkzeug. Hammer haben wir nicht. Okay, den Hammer, da müssen wir aufpassen. Aber so wie die Axt kann weg. So, dann ich rüste mal die Sachen aus. Genau, und die können wir dann verkaufen. Ausrüsten, benutzen. Nee. Nehmen wir den Baum hier mal mit. Oh ja, nehmen wir mal eben hier den Stumpen noch raus. Hier haben wir ja genug auf Lager, ne? Holz haben wir eigentlich... Hallo, ich wollte dich da gerne reinlegen. Holz haben wir eigentlich echt nicht wenig auf Lager. Samen haben wir keine. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hier sind aber noch Pilze. Wie immer direkt bei uns vor Ort. Die können wir einsammeln und mitnehmen. Weil diese Pilzspieße, die bringen echt wohl viel, ne? Ups, jetzt sammle ich aus Versehen die Beeren ein. Aber diese Pilzspieße, da brauchen wir immer 3 Stück von, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die bringen dann auch... Dann kriegst du auch, glaube ich, 3 raus. Und die bringen dann immer irgendwie 10 Energie. Also das ist schon... Irgendwie was Cooles. Der läuft ganz komisch auf dem Sumpf. Von den Geräuschen her. Das sind jetzt keine Motten. Nee, das sind Glühwürmchen. Weiß auch nicht, ob da oben noch mehr Pilze waren. Stein brauchen wir so erstmal nicht. Also da haben wir auf jeden Fall gerade nichts. Guck mal hier nochmal kurz wegen den Ruinen. Ich brauche die Technologie. Ja, du sollst das auch nicht machen. Du sollst diesen Stumpen hier entfernen. Siehst du? Ist halt 2 Holz durch, ne? Zauber, komm, Junge. Zauber den Stamm nach Hause. Ah, ich wusste es. Ich wusste es, dass wir dran vorbeilaufen wieder. Man sieht das immer, ne? Man sieht das immer kommen. Das Übel. So, jetzt einfach nur runter und da können wir gleich nochmal hin und den aufheben. Ich glaube, da Holz haben wir jetzt genug. Holz haben wir jetzt definitiv genug. Du kommst da rein. Wir stellen uns jetzt Holzscheite her. Brennholz. Auf jeden Fall einmal können wir noch Brennholz herstellen. Dann können wir uns nämlich gleich Pilze mal anschmeißen. Und dann würde ich fast sagen, wir machen mal schöner Wohnen auf dem Friedhof, wa? Oder? Ach, habe ich... Habe ich draußen und draußen gilt das nicht. Oh, wie doof, ne? Das ist ja echt mal bescheiden.
einmal reicht, weil wir können eh nur einmal machen, dann haben wir noch ein bisschen was auf Reserve. Das läuft jetzt durch. Kostet ja nur 5, ne? Deswegen packen wir den Rest wieder hier rein. Und wir gucken mal hier unten an dem Holztisch, da für Dings, ne? Für Grabstätten. Da haben wir nämlich schon ein bisschen was. Da können wir mal so eine Umrandung, eine Holzmarkierung, fügt dem Grab einen hinzu. Ach so, okay, dafür brauchen wir diese Holzlatten und dafür brauchen wir die Balken. Also erstmal können wir sagen, wir holen uns hiervon mal. Machen wir mal einen fertig und dann gucken wir gleich mal. Dann haben wir das nämlich in der Tasche. Dann machen wir uns, ich finde das Kreuz irgendwie schöner, muss ich sagen. Boah, das gibt viele, viele rote Punkte. Dann stellen wir uns die Umrandung nochmal eine her. Ach, ich habe ja noch keine Pilze. Aha, die braten ja gerade durch. Das finde ich cool. Oder sagen wir so, sie sind durchgebraten. So, ausgeruht und auf geht's zum Friedhof. Da haben wir ja unsere Sachen hier unten noch drin, die wir eben fertig machen wollten. Damit wir dann auch das ein oder andere Grab schöner gestalten können. Ne? Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei von diesen Holzumrandungen und wir haben ein Holzkreuz. Wie viel bräuchten wir denn für noch ein Kreuz? Da bräuchten wir noch eine Holzplanke für. Die können wir uns doch herstellen, oder? Holzplanken, da. Stellen wir uns mal eben eine her und werde uns dann das auch mal fertig machen. Weißt du, dann können wir gleich zwei Gräber relativ gut fertig bekommen. Das gibt ein bisschen Punkte, das macht die ein bisschen schicker. Ui, wir haben auch viele Punkte, die wir dann wieder verteilen können. Die Pilze muss ich mitnehmen. Oder muss ich nicht mitnehmen, die will ich mitnehmen. Aus dem einfachen Grund, na, da steckt da fest, dass wir uns da halt wieder diese Spieße rausmachen können. Die finde ich eigentlich ganz cool. Da brauchen wir nicht viel für. Und die geben halt immer 10 Energie wieder. Und die einfach so nebenbei wegzunaschen, das ist schon irgendwie cool, ne? Leichen 0 von 1, nochmal nachgeguckt. Schnell den Blick drauf geworfen und wir gucken jetzt mal. Wir können ja erstmal hier, weißt du, so wie das hier. Das hier ist ja auch einfach mal echt nicht schick. Da können wir das hier festsetzen. Ich glaube, dann wird das um einen Punkt besser, ne? Oh, um 2 sogar. Schöne Umrandung drumherum. Siehst du, jetzt ist nur noch bei minus 2. Also ist gar nicht mehr so extrem kacke. Jetzt können wir noch ein anderes nehmen. Wir nehmen einfach mal das hier. Das ist ja auch eigentlich ziemlich egal, welches wir nehmen. Da arbeiten wir das hier, das Kreuz rein. Und dann arbeiten wir dann nochmal eben den Rahmen rein, den wir haben. Sehr gut, oder? Sind wir bei 0? Wie bei 0? Macht das nicht positiv? 1 und 2. Okay, das verstehe ich nicht. Ich denke, okay, vielleicht können wir die nur auf 0 bringen damit. Und dann müssen wir die schöner machen, damit das dann besser wird. Ne? Hier könnten wir nichts reparieren, weil wir haben kein Steinreparaturwerkzeug. Das müssten wir, glaube ich, auch noch skillen. Ne? Warte mal. Da, siehst du? Das müssen wir auch noch skillen. Boah, Steinschneider. Komm, machen wir. Ich möchte mich jetzt gerade ein bisschen auf unseren Friedhof konzentrieren. Das haben wir doch sehr stark vernachlässigt. Unsere Energie ist eh wieder im Eimer. Ah, was können wir denn hier machen? Nix. Okay, ich dachte, hier könnten wir irgendwie was mitnehmen. Oder machen. Oh, was bist du denn da unten? Hallo? Bauen? Feuerbestattung. Guck mal an. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir das haben. Das kriegen wir so ja nicht hin. Wir nehmen das mal mit, das Holz. Wir brauchen nämlich auch relativ viel Holz noch, um die Sachen fertig zu machen. Ich weiß auch gar nicht, was wir brauchen, um jetzt gleich das andere da zu bauen. Oh, das wird langsam wird's voll. Für den Steinschneider, ne? Da müssen wir mal eben kurz gucken. Holz, Werkbank für Holz. Steinschneider können wir bauen. Den setzen wir uns... Guck mal, der passt hier. Den setzen wir uns hier hin. So, und jetzt gucken wir, ob unsere Energie überhaupt erstmal noch reicht. Also da haben wir nicht mehr ganz so viel im Petto. Doch. Richtig geil. Eisen, nee. Reparaturwerkzeug. Was brauchen wir denn dafür? Lehm? Ja, Lehm haben wir noch gar nicht. Grabstein können wir bauen. Wo
Wo kriegen wir denn Lehm her? Da muss ich mal ganz kurz in die Technologie gucken. Lehm. Ab wann können wir denn Lehm sammeln? Das war so ein bräunlicher Brocken. Haben wir hier gar nicht drin, ne? Kohle, Eisenerz. Gold, Silber. Das Essen müssen wir definitiv nicht. Hier auch nicht. Vielleicht hier? Nee. Ein Eisenmeißel. Ich bin da gerade nur mal eben kurz schnell am Durchschauen. Ein paar Punkte haben wir nämlich noch. Schade, dass wir hier noch nichts haben, ne? Muss ich irgendwie entdecken. Ja, da muss ich wahrscheinlich mal woanders hin. Nochmal wieder ein paar Aufgaben erfüllen. Ich glaube, wir gehen mal in den Bergbau. Komm, wir schalten einfach mal so ein bisschen was frei. Jetzt können wir uns noch ein so ein Ding bauen. Wir haben aber gar keinen Platz mehr, ne? Würde ich mal fast behaupten. Hof vergrößern, Steinvorrat, irgendwo wo. Warte mal, wo ist denn hier da? Das Eisenlager, dafür fehlen uns auch Balken. Müssen wir uns vielleicht mal eben was fertigen, ne? Machen uns mal eben die Balken. Oh. Oh. Vielleicht machen wir uns die nicht fertig. Doch, kriegen wir noch. Das war knapp. Und jetzt gucken wir, ob wir überhaupt noch Platz dafür haben. Ich würde nämlich jetzt fast sagen, nicht, ne? Ne. Das heißt, wir müssten unseren Hof erweitern. Um unseren Hof zu erweitern, brauchen wir aber komplexe Eisenstücke. Die können wir noch gar nicht herstellen, ne? Ne, einfache Eisenstücke und Nägel. Mehr können wir nicht. 30, 2. So, ich wollte hier mal eben... So, dann können die nämlich durchknottern. Und ich glaube, wir haben wir genug, um nochmal so ein Pilzding anzuschmeißen? Ne, ein Pilz fehlt. Okay, dann müssen wir uns schlafen legen. Ich will jetzt nicht alle Pilze gleich aufnaschen, die wir haben. Sonst kommen wir da so gar nicht voran, ne? Ist halt ein sehr gemütliches und ruhiges Spiel. Soweit aber auch finde ich gar nicht schlimm. Ich fühle mich so erfrischt. Den Geist haben wir noch nicht wieder gesehen. Wie weit bist du? Da ist gleich das erste fertig. Wir gehen einfach nochmal Eisen sammeln. Würde ich fast sagen, wenn jetzt ein paar Gegner sind, dann legen wir uns mit denen an. Eisen spawnt hier halt auch nicht wieder neu, ne? Das ist das Problem. Also würde ich einfach mal so behaupten, ne? Das heißt, wenn wir es aufgebraucht haben, haben wir es aufgebraucht. Vielleicht gibt es irgendwann noch so eine Art Bergbaumine, dass wir da noch was machen können. Aber da können wir momentan wenig machen. Ich meine, wir haben schon besseres Werkzeug, das merkt man. Ich habe das auch ausgerüstet, oder? Ja. Ja, gerade ein bisschen Schiss gehabt. Dann haben wir jetzt gleich erstmal wieder auch genug Eisen, um so ein bisschen... was zu schaffen und dann vielleicht machen wir uns eben Holz fertig und dann schmeißen wir einfach mal den Ofen an, dass da wirklich mal ein bisschen mehr durchläuft. In der Hoffnung, dass es nicht despawnt, das weiß ich nämlich nicht. Weil Holz haben wir gut auf Lager. Was ist hier oben alles? Was ist das denn? Hm. Also es gibt viel zu sehen und entdecken. Bis jetzt sind wir immer noch bei uns auf der kleinen... sicheren Seite geblieben, ohne da groß was zu machen. Fertigen. Da brauchen wir... Haben wir davon noch? Dann können wir nämlich direkt... Nee. Das heißt, wir fertigen uns mal ein bisschen Holzscheiter an. Das können wir zweimal durchlaufen lassen. Macht da fertig. Da machen wir uns jetzt nochmal wieder ein bisschen Brennholz. Ach, das können wir... okay. Das können wir quasi verarbeiten dann wieder, wenn wir die Dinger zurückbauen oder austauschen gegen Stein. Das finde ich cool. Komm. Ich glaube, dreimal ist okay. Da müssen wir uns danach, glaube ich, sowieso wieder pennen legen, ne? Ah. Schwierig, ne? Mit der Ausdauer, das ist echt schwierig, dass sie sich auch nicht langsam so wieder auffüllt. Aber irgendwie muss es ja reglementiert werden. Hallo, ich würde gerne hier... so... Ach, ich kann da jetzt nichts mehr reinstecken, weil ich den einen Auftrag... Okay.
Dann legen wir uns nochmal schlafen. Dann müssen wir mal gucken. Dann werde ich den Auftrag ein bisschen größer setzen, damit wir da einfach mehr durchgeschmolzen kriegen. Und dann müssen wir eigentlich Motten fangen, Honig mitnehmen. Honig mitnehmen. Oh, Honig mitnehmen. Da fällt mir Hallo. Zack, mitgenommen. Das wurde uns ja gesagt. Die Pilze packen wir hier rein. 3 haben wir dabei. So, jetzt können wir nämlich sagen, wir packen da ein bisschen mehr Feuerholz rein. Also einmal noch mehr. Dann können jetzt 4 Eisenbarren durchbrennen. Das finde ich schon eigentlich, boah, ist schon ordentlich, ne? Können wir das nämlich hier wieder hinpacken. Die können wir noch bei dem Wirt verkaufen, ne? Die Bestattungsurkunde. Ah, und hier, wir haben halt leider keine Samen, ne? Müssen wir mal schauen, dass wir irgendwo welche herkriegen. Pilze sind noch nicht wieder gespawnt. Wir laufen jetzt den längeren Weg, das ist aber okay. Oh, zum Mond. Warte mal, war da nicht das mit dem Astrologen? Da muss ich mal eben ganz schnell gucken hier. Irgendwo wurde das doch gesagt. Ach nee, den haben wir ja schon getroffen. Ha, bin ich ein Vollidiot. Den hatten wir ja schon getroffen an dem Leuchtturm. Was ich jetzt noch bräuchte, wären Motten, ne? Irgendwie so ein paar Motten mal finden. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Die Bären lassen wir mal kurz Bären sein. Ich finde das gut, dass wir wenigstens so einen kleinen Lichtradius haben. Aber guck mal hier. Die sammeln wir ein. Ich weiß, dass wir dann auch wieder auf Goschen kriegen. Von den Tieren. Aber da können wir mit leben. Dafür kriegen wir noch ein bisschen Honig. Wo würde ich denn sein, wenn ich eine Motte wäre? Ach, guck mal, hier ist nichts. Hier ist gar keiner. Können wir rein? Hallo sagen? Nö, geht auch nicht. Unhöfliches Pack. So ein Pferd wäre auch noch ganz cool, ne? Also so, dass wir einfach ein bisschen schneller von A nach B kommen. Hallo. Alter Astrologe. Siehst du den? Das ist der. Mit dem müssen wir reden. Der Montag fängt jetzt an oder ist jetzt vorbei? Scheiße. Der redet schon irgendwie witzig. Ich folge dem jetzt nicht. Scheiße, der Tag ist vorbei. Ah. Und unten den Erfolg gekriegt, dass wir mit ihm geredet haben. Und er ist weg. Nein! Es ist totales Chaos. Steht das dabei, wann der da ist? Komischer alter Mann mit roten Augen redet wirres Zeug. Bringe 5 Honig. Nee. Hallo? Oder ist jetzt ist wahrscheinlich nicht da, weil Nacht, ne? Dann gehen wir mal in eine Kneipe. Dann gehen wir in eine Kneipe. Da verkaufen wir dann erstmal unsere Urkunden, die wir da haben. Also diese Bestattungszertifikate. Die Dorfbewohner können ruhig schlafen. Ja, das finde ich auch gut. Was machst du? Bist du... Also, lieber mit meinem Ehemann reden. Das hatten wir ja schon. Handeln. Gucke mal. Da können wir... Okay. Könnte interessant werden. Aber nicht unbedingt jetzt. Verkaufen wir alle. Da können wir eh nichts mit anfangen. Was ist denn ein Ruhestein? Wahrscheinlich, dass ich mich nach Hause teleportieren kann, wa? Oder? Würde ich fast so interpretieren, ne? Fleischpaket? Ja, wir brauchen halt das Siegel, ne? Soll ich den mal kaufen einfach? Ich kaufe den mal und dann probieren wir das mal aus. Bei Zeiten. Weil wenn wir uns damit wirklich nach Hause teleportieren können, das wäre ja schon eine ziemlich gute Zeitersparnis. Wo kriegen wir jetzt nochmal Papier her? Eigentlich sagte er von dem Astrologen, ne? Oder? Frag Papier und Tinte bekommst. Vielleicht hast du sowas in deiner... Oder du fertigst es einfach an. Körperliche Arbeit liegt dir, bla bla bla. Du könntest auch den alten Astrologen fragen. Er ist damals jeden fuck. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Dann habe ich den genau verpasst. Er ist uns sogar noch entgegengekommen. Shit, das wollte ich nicht haben. Also, dass das so weit kommt. Ja, dafür haben wir den hier wieder. Den Arsch, ne?
Okay, vielleicht kriegen wir unser... Ach, warte mal, ich kann noch den Stein ausprobieren. Hätte ich ausprobieren können. Tue ich jetzt nicht. Wir sind sowieso gleich zu Hause. Und dann brauchen wir nur die Energie wahrscheinlich auf. Ich denke mal, das ist wie so ein... Dingsstein, ne? Von dem brauchen wir das Siegel. Dafür brauchen wir irgendwie Sonnenpunkte. Boah, es ist... Also, es ist am Anfang... Man gewöhnt sich so ein bisschen dran, langsam. Aber das war echt wohl... hart kompliziert, ne? So, also ich meine, so was den Überblick betrifft, der war jetzt nicht da. Das heißt, mit dem Honig konnten wir nichts anfangen. Die Sachen hätte ich auch verkaufen können beim Schmied. Super, dass ich das nicht getan habe. Ich packe die mal hier rein. Dann haben wir sie erstmal raus aus dem Inventar. Wir haben leider keinen Platz, ne? Oder? Leben, Arbeitszimmer, nicht beendet. Ja, und Leben kriege ich nicht, ne? Leben kann ich mir jetzt gerade nicht holen. Weil uns wahrscheinlich hier die Technologie fehlt, ne? Irgendwo. Hier vielleicht? Nee, das ist ja eher Landwirtschaft und Natur. Aber ja gut, Leben ist ja auch in der Natur. Deswegen hätte es ja sein können. Das sehe ich da so aber nicht. Hier, da brauchen wir halt diese Totenpunkte für. Die kriegen wir, glaube ich, erst später, ne? Da müssen wir noch ein bisschen warten. Wir können noch mal eben, wir machen noch mal weiter mit Holz, ne? Wir machen noch mal weiter mit Holz. Dafür brauchen wir erstmal noch wieder ein paar Planken. Dann kriegen wir das auch alles ein bisschen schicker. Planken war hier, ne? Planken war nicht hier. Planken war, hä? Ach so. Das war ja hier und dann im ersten Reiter. Sehr gut. Wir fertigen uns davon, ups, wo willst du denn hinlaufen, Freund? Wir fertigen uns davon mal ein paar an. Das wird eh relativ viel Energie verbrauchen, bis wir damit dann mit allem fertig sind. Aber wir kriegen halt die Skillpunkte, die wir brauchen. Und einfach F gedrückt halten ist jetzt auch nicht die Riesenanstrengung. Wenn wir uns davon auch 3 machen und dann davon 2, ne? Zwei und einer kommt noch. Und hier von 2, da müssen wir uns dann wahrscheinlich wieder Nägel herstellen. Einen können wir, den anderen konnten wir anfangen. Jetzt sind wir müde. Warte mal, wie teuer sind Nägel? Geht. Nägel können wir uns dann auch herstellen. Für die Kreuze, wir können die ja leider... Wir müssen halt Schritt für Schritt gucken, ne? Wir dürfen es da nicht übertreiben, Schritt für Schritt. Hier mal ein bisschen Holz, dann da mal ein bisschen Stein. Dann kommen wir langsam auf den grünen Zweig. Es ärgert mich. Oh, eine Leiche ist da. Da kümmern wir uns aber in der nächsten Folge drum. Wir sind am Ende einer Folge angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuschauen, lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt wie immer gerne was in die Kommentare. Und wir sehen uns bei der nächsten Episode von Graveyard Keeper wieder. Bis dahin. Beste.